Nach dem Mittagessen bin ich jeden Tag zu meiner Großeltern auf und habe ihnen eine Hofer-Anzeiger gebracht. Mein Vater hat ja als Schriftsetzer im Hofer-Anzeiger gearbeitet und mittags dann, wenn er heimgegangen ist zum Essen, dann habe ich die Zeitung nachher aufgebracht. Mein Großvater, der hat ein Aquarium gehabt. Da waren aber keine teuren Fisch drin, bloß Gubbi und Schwertfisch. Aber ich bin mit ihm nach Leimitz zum Wasserfleefanger gegangen. Und dann, wie ich das so zusammengebracht habe, durfte ich alleine. Aber was mich gestört hat, der Teich in Leimitz, der war immer so dreckig. Und die Wasserflehe, wenn man dann gefüttert hat, dann ist das Aquarium auch immer minute dreckig geworden. Da habe ich gedacht, ich was an Teich, der hat sauberes Wasser, da hole ich das nächste Mal, die Wasserflehe. Und das ist der Teich da. Da habe ich dann die Wasserflehe da fangen wollen, aber komischerweise waren da gar keiner drinnen. Ich weiß heute noch nicht warum. Die hat doch so ein schönes Wasser. Kommt und allerweil sei frei. Drum sind wir die aller Luft, ihr Leid.